Das Band ist durchgeschnitten und die Brücke ist somit offiziell freigegeben. Was gerade ins Auge sticht, ist, dass es nebst den zwei Autospuren jetzt auch noch einen separaten Weg für Fußgänger und Velos gibt. 2018 haben Untersuchungen gezeigt, in was für einem schlechten Zustand die Brücke ist. Und 2020 haben die Bauarbeiten dann gestartet. Die über 10 Millionen für die Sanierung sind nach dem Christoph Neuhaus gut investiert. Wir sollen jetzt Ruhe haben für 30, 40 Jahre wieder. Ich bin verklüpft, 2018 als man kam. Ich hatte nicht das Gefühl gehabt, dass die Brücke so schlecht weg ist. Und hatte sogar Angst gehabt, dass etwas passieren könnte. Und vor diesem Hintergrund ist das eine gute Investition für die nächsten Jahrzehnte. Unwohl mit der alten Brücke ist es auch den beiden Gemeindepräsidenten von Port und Brücke. Umso erleichterter sind sie, dass die Sicherheit jetzt wieder für alle Verkehrsteilnehmer gewährleistet ist. Als man die Sofortmaßnahmen ergriffen hat, hat man wirklich das Gefühl gehabt, hey, es könnte passieren, dass die Brücke noch zusammengeht, wenn man nur noch mit 30 und mit viel Abstand durchfahren darf. Und das ist eigentlich das einzige Ereignis, das ich in meiner Amtszeit in Erinnerung habe, das ich wirklich Sorge hatte. Die Sicherheit der Velofahrer, Fußgänger oder auch der Automobilisten, die hat sich natürlich jetzt sehr stark verbessert, weil man zumindest auf der Brücke den Langsamverkehr zum Teil trennen konnte. Also die Sicherheit hat sicher massiv zugenommen jetzt. Der Umbau hat in der Region aber auch Probleme verursacht. 2019 haben die Gemeinden die Brücke für Lastwagen gesperrt und die Autos durften nur noch Schritttempo fahren. So ist der ganze Verkehr über Port und schlussendlich eben auch über Nidau gefahren. Die Gemeinderätin von Nidau, Sandra Friedli, ist dementsprechend froh über die Fertigstellung. Befürchtet aber auch, dass sich die Auto- und Lastwagenfahrer jetzt daran gewöhnt haben, über Nidau zu fahren. Das ist natürlich schon eine gewisse Gefahr. Also ich schätze das persönlich so ein. Es ist auch eine Befürchtung von mir. Und ich denke, das gibt es jetzt zu beobachten. Und wenn man dann wird sehen, dass sich tatsächlich einfach sich der Verkehr nicht genügend zurückverlagert über die Wehrbrücke, müsste man dann auch mal mit dem Kanton ins Gespräch kommen. Die Wehrbrücke Port, die zur Zuständigkeit des Kantons Bern gehört, sollte jetzt aber in erster Linie wieder für Entlastung und endlich wieder Sicherheit sorgen.